Prima la musica, dopo le parole. Also was ist wichtiger, die Musik oder das Wort? Das kommt auch in einer Oper von Richard Strauss vor, in Capriccio. Ich war immer fasziniert von der Begeisterung dieser Mitglieder für Strauss und für das Festival und dass sie unbedingt erreichen wollen, dass etwas ganz Großes draus wird. Und da haben wir ja alle gerne zusammengeholfen. Ja, ich war ja so ziemlich vom Anfang an dabei. In den letzten Jahren waren natürlich immer die Umbruchstellen die wichtigsten. Also erstmal war das ein ganz toll schöner Abend mit all dem, mit dem Ambiente hier. Das hätte sicher Richard Strauss auch sehr gut gefallen, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten natürlich mit Frau Dr. Zimmermann von Elmau hier überlegt, was wir tun können. Und sie macht ja diese Straußwoche wegen des Strauß-Jubiläums. Und sie hat diesen wunderbaren Peter Schöne gefunden. Ich als dann frei ausschied mit der, als Veranstalter und dann kam also der Nachfolger. Und das waren schon immer kritische Zeiten, wo der Verein auch manchmal wankte und fast untergegangen wäre. Aber es ist immer schön, dass das dann wieder aufgeblüht ist und weitergegangen ist und jetzt mit der Frau Professor Fassbender wieder einen Höhepunkt hat. Und es macht Freude, dabei zu sein und immer noch ein bisschen Verantwortung in diesem Kreis zu tragen. Es ist eine wunderbare familiäre Situation entstanden. Es haben sich Freundschaften gebildet. Man ist richtig eng zusammengerückt. Und das genieße ich sehr. Das finde ich sehr schön. Nur mit dem neuen Konzertsaal, ein opernfähiger und kongressfähiger Konzertsaal. Das ist die Lösung für Garmisch. Das ist der endgültige Durchbruch. Ja, für die Zukunft ist natürlich unbedingt wichtig, dass wir endlich mal einen Konzertsaal bekommen, wo wir dann auch unsere ganze Initiative einbringen können. Und wir haben ja allerhand Leute dabei, die auch dafür sorgen können, dass das dann weitergeht und noch gesteigert wird. Das ist in unserer Zeit immens wichtig, in der sich immer mehr auch die öffentlichen Träger aus der Förderung zurückziehen. Da braucht man einfach wirklich Leute, die diese ganze Sache irgendwie hochhalten, die das Fähnlein hochhalten. Der größte Wunsch für die Zukunft wäre, dass sich dieses Festival weiter etabliert, dass es mehr internationale Aufmerksamkeit bekommt und dass es mal zu 100% ausgelastet ist und für unseren Kreis selbstverständlich, dass er weiter wächst und noch mehr Zuschüsse geben kann.